Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Backstage Europawahl. Zunächst die heißeste Frage. Schafft Kommissionspräsidentin von der Leyen den Sprung in die zweite Amtszeit? Wird sie tatsächlich zu Ursula II.? Ausgerechnet der Mann, der nach der Wahl die Nominierung für den EU-Topjob koordiniert, leistete sich jetzt ein böses Foul an ihr. Ratspräsident Charles Michel. Zur Erinnerung, das ist der Mann, der ihr bei Erdogan den Platz auf dem Sofa zuwies. Michel warf von der Leyen allen Ernstes ihre klare Haltung zum Terrorangriff auf Israel vor. Sie habe, Zitat, politisierte Erklärungen abgegeben, was, Zitat, nicht unparteiisch gewesen sei. Sollte wohl heißen, dem Belgier passte nicht, dass Ursula von der Leyen auf der Seite der Terroropfer vom 7. Oktober stand. Oder hat da etwa einer nur bis heute nicht verdaut, dass sie unmittelbar nach der Attacke nach Israel flog und er nicht eingeladen wurde? Und auch darüber spricht Brüssel. Das übelste Wahlplakat 2024. Diesen zweifelhaften Titel holte sich die österreichische FPÖ. Zur Erinnerung, die FPÖ, das ist die Rechtspartei, deren Chef HC Strache nach dem berühmt-berüchtigten Ibiza-Video zurücktreten musste. Es ist auch die Partei, die seit Jahren mit der Putin-Partei einiges Russland kooperiert. Jetzt zeigt sich, die Schleimspur nach Moskau ist noch immer frisch. Nach FPÖ-Logik kann Putin nichts für den Ukraine-Krieg. Schuld sind, laut Wahlplakat, die Kriegstreiber von der Leyen und Zelensky. Die Reaktionen sind heftig. Kiews Botschafter in Wien sprach von einer Beleidigung des ukrainischen Volkes. Und der CDU-Europaabgeordnete Dennis Rathke sagte über die Rechtsaußenpartei zu Bild, die FPÖ ist Putins Stimme in Österreich. Das war's. Vielen Dank fürs Reinschauen. Morgen geht es hier weiter mit Backstage Europawahl.